Willkommen bei zur Vorschau. In diesem Video besprechen wir denn die besten Milchschweißgeräte im Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen die besten Milchschweißgeräte im Test, können Sie Kasse Links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Milch-Mark-Schweißgerät. Eines der teuersten Geräte in der Untersuchung war das Milch-Mark-Gadget von Haus und Werkstatt 24. Das einphasige Gerät ist perfekt für kleinere Einrichtungs-, Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten in Stahl, Edelstahl und Aluminium. Nichtsdestotrotz werden Sie sicherlich eine andere Laterne und auch Argonschutzgas benötigen, um leichtes Aluminium zu warten. Das Tool selbst arbeitet sehr effektiv, bietet einen Regelbereich von bis zu 160 A und ist dank der klugen Tabelle extrem einfach und praktisch in der Handhabung. Mithilfe des Eurozentrallinkes kann bequem ein weiterer Brenner montiert werden. Die Zusammenarbeit mit Füllkabel ist ebenfalls problemlos möglich. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Stadtmus Germany ist mich. Das Inverter-Schweißgerät von Stadtmus Germany wird zwischen Euro geschätzt und bietet solide Verarbeitung und gute Funktionalität. Mit einem Gewicht von ca. 16 Kilo und einer Abmessung von 44 x 39 x 22 cm ist sie äußerst kompakt und arbeitet mit einem Schweißstrom zwischen 50 und auch 250 A. Dies lässt vermuten, dass sowohl hochlegierte Stähle als auch Nähmetalle besonders gut verarbeitet werden. Ein Edkabel von Seer gehört ebenso zum Lieferumfang wie ein Rotlan und auch ein Schlackenhammer. Auf Platz 3 haben wir die Güde Schutzgas-Schweißgerät. Das Schweißgerät von Güde konnte besonders mit einem äußerst umfangreichen Zubehörplan, der bereits im Lieferumfang enthalten ist, strahlen. Zusätzlich zum Gerät selbst erhalten Sie ebenfalls ein 3-Meter Schlauchbündel bestehend aus einem 2-Stunden Stressabbauer, einem Automatik-Schweißhelm sowie einem Planetendraht mit Klemme, 5 Kilogramm Schweißschnur mit einer Dicke von 0,8 mm sowie einen Adapter für einen 400 Volt Link. Die Bedienungsanleitung ist ebenso übersichtlich wie exzellent, damit auch Einsteiger das Gerät sehr schnell in den Griff bekommen, auch wenn es noch einiges an Methode braucht, um saubere Schweißnähte zu erzielen. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Ipotols Milch 250 Inverter. Als Prüfungssieger und damit bestes Milchschweißgerät setzte sich die Version Milch 250 von NFD durch. Das Schutzgas-Inverter-Schweißgerät arbeitet mit einer Leerlaufspannung von 70 Volt und konnte in der Prüfung mit sauberen Schweißergebnissen überzeugen. Der Milchschweißstrom liegt zwischen 30 sowie 250 A bei einer Frequenz von 50/60 Hz. Dank der Gehäuseschutzklasse IP21 können Sie mit dem Gerät sicher arbeiten. Auch das Schweißen mit Füllkabel ist bei der Ausführung kein Problem, sodass Sie je nach Außensituation und Anforderung die am besten geeignete Methode auswählen können. Die Versandreichweite des Gerätes, das im mittleren Preissegment liegt, ist ebenfalls hervorragend. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Berlan Milch-Mark-Schutzgas. Wenn Sie ein wirklich wirtschaftliches Milchschweißgerät kaufen möchten, müssen Sie sich das Modell Berlan ansehen. Es nutzt einen Regelbereich zwischen 40 und auch 140 A und bewältigt eine Leerlaufspannung von 34 Volt. Es bietet 4 Schaltstufen und es können Kabel mit 0,6 oder 0,8 mm verwendet werden. Gerade als Einstiegsgerät für das Schmalblechschweißen konnte das Gerät im Test überzeugen. Die allgemeine Handwerkskunst ist in Verbindung mit dem Preis zusätzlich passend, und das 60 × 43 × 46 cm große und ebenfalls rund 35 Kilo schwere Werkzeug lässt sich dank der Rollen zusätzlich ganz bequem versetzen. Für den mobilen Einsatz ist es jedoch nur bedingt geeignet. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.